Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal biken wir auf den Gipfel vom Schwarzkogel. Das ist vermutlich eine Fatbike Winter Erstbefahrung. Schaut euch unbedingt an, was wir alles erleben. Und so strampeln wir dann erstmal in Richtung Oxalm. Kurz vor der Oxalm erreichen wir die Sonne und legen eine allererste Pause mit einem kleinen Snack ein. Schaut mal, was wir essen. Essen und neue Haare. Ja. Essen vom Hofer. Was gibt's bei dir? Schrumpfapfel. Jetzt sind wir schon bei der alten Kase. Aber es ist ganz schön anstrengend. Aber auch spaßig. Und die Skifahrer winken uns alle zu. Je weiter wir raufkommen, desto steiler wird's. Und da muss dann auch schon mal der Martin voll reinbeißen, dass er noch raufkommt. Aber ein bisschen überschüssige Energie für Tricks bleibt natürlich immer. Baby. Da sind wir jetzt schon oben unterwegs Richtung Silberstubenlift. Und das war wirklich toll, Panorama, gigantisch, blauerster Himmel. Und die Skifahrer waren total begeistert, das war echt witzig. Da hat uns jeder Zweite zugewunken und irgendwie komische Fragen gestellt, sowas wie, ob wir da jetzt wirklich raufgefahren sind. Aber egal, es war lustig. Das Einzige, was nicht ganz so lustig war, war der Föhnsturm. Es war wirklich sehr, sehr windig und von dem her leider gar nicht so warm. Es sieht super toll aus, Sonne wie gesagt scheint, aber es war ganz schön kalt im Wind. So haben wir uns schon Gedanken gemacht, ob wir es überhaupt auf den Schwarzkogel schaffen werden. Aber hier fahren wir jetzt erstmal rüber an der 3S vorbei. Und Richtung Hieseleck, Hochsau-Kaser, wo es dann schon mal eine erste Pause zur Stärkung gibt und eine Lagebesprechung, wie es weitergehen soll. Was gibt's da Gutes? Das gibt's für mich. Und Chance für Salami. Super. Zusammen habt ihr ein Essen. Wie ihr bei dem kurzen Ausschnitt vom Essen sehen könnt, war es richtig, richtig kalt. Deswegen waren wir auch so eingemümmelt. Der Martin friert ja irgendwie fast nie. Den sieht man es nicht so, aber bei der Vicky mit Kapuze und allem drum und dran sieht man es total. Mir war auch richtig, richtig kalt. Ich war auch komplett eingemümmelt. Trotzdem haben wir beschlossen, wir wollen es unbedingt ausprobieren, ab auf den Schwarzkogel und hier seht ihr uns auch schon beim Hochtragen. Das ging besser als erwartet. Ich meine, wir haben uns extra einen Tag ausgesucht, wo es schon so ein bisschen haschig ist, also kein frischer Powder, aber es ging wirklich ziemlich gut. Und so sind wir Meter für Meter dem Gipfel näher gerückt und haben uns schon total gefreut, dass es da mit dem Fatbike noch heruntergehen wird. Und wir vermuten sogar, dass das eben eine Erstbefahrung ist, weil so lange gibt es Fatbikes einfach noch gar nicht und wir hätten nie was mitbekommen, dass das schon jemand im Winter befahren hätte. So sind wir dann auch schon auf den allerletzten Metern vor dem Gipfel und haben es somit also geschafft. Ich stapfe hier gerade noch zum Kreuz, im Hintergrund der große und der kleine Rettenstein. Der Schwarzkogel ist von der Aussicht her wirklich einer meiner Lieblingsgipfel, also das ist so schön da hinten rein. Und ich finde, es schaut immer so ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe. Genießt doch am besten jetzt direkt mal die Aussicht. Inklusive Martin. Den gibt es gratis mit dazu. Damit machen wir uns auch schon direkt wieder auf die Fahrt in Richtung Tal, da wir ja auch nicht wussten, wie lange wir tatsächlich brauchen. Diesmal seht ihr hinten den Wilden Kaiser, der ist ja auch ganz bekannt. Und die Hohe Salve, den Gorsberg. Also auch ein richtig tolles Panorama. Und jetzt lege ich euch mal ein bisschen Musik dahinter, weil mein ganzes Gelaber nervt ja auf die Dauer.
schaut genau hin. Hier könnt ihr sehen, wie eins der Bilder entsteht, die auch schon auf Facebook und Instagram auf unserem Kanal zu sehen waren. Und dann geht es weiter runter Richtung Tal, an einer der Stellen, wo es jetzt schon ziemlich steil ist und der Martin auch gleich seinen ersten Überschlag hinhauen wird. Achtung, der kommt jetzt. Wow. Zum Glück ist uns aber nichts passiert. Gefolgt wurde dieser Seite noch von ein paar weiteren Abgängen, die folgen jetzt dann auch noch. Aber insgesamt war es einfach nur richtig, richtig spaßig und ja, im Schnee passiert zum Glück wirklich gar nichts, nicht mal dem Bike. War ein Traum. Ja! Wow! Geil! Ja! Ja! Zweite Jausen, oder? Da es ja oben am Gipfel nicht so gemütlich war, geschuldet durch den Föhnwind, haben wir uns dann noch eine kleine Pause an den Usterkar-Almen gegönnt. Die lagen wunderbar in der Sonne und sehen auch immer so richtig idyllisch aus mit dem vielen Schnee auf dem Dach. Danach ging es dann weiter Richtung Hieseleck und dann später Richtung Pengestein-Talstation. Und wie ihr sehen könnt, wird hier schon fleißig geslidet. Das macht im Schnee natürlich echt so richtig Spaß. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch schon im Schnee unterwegs gewesen? Wie gefällt euch das so? Lasst uns gerne einen Kommentar da. Es würde uns total interessieren, wie es euch so im Schnee ergangen ist. Und jetzt kommt mal noch mal ein bisschen Musikhinterlegung. Vorbei am Rohrer Stadel, wo wir nach Après-Ski-Ausschau gehalten haben, der allerdings leider recht mau war, sind wir dann zur Pengestein-Talstation gefahren und dort hat sich der Martin nicht nehmen lassen. Na, schaut euch mal an, was er gemacht hat. Direkt über die Treppen runter. Wir natürlich alle brav hinterher. Ein leider geiler Abschluss eines perfekten Bike-Tags. Es war wirklich sehr schön. Yeah!